Jo, herzlich willkommen hier zurück auf meinem Channel. Ich begrüße euch natürlich wieder recht herzlich hier bei mir, meine Abonnenten, werte Gäste und werte Freunde. So Leute, ja, Leute, wie ihr ja wisst, alles hat mal ein Ende, nur die Wurst hat bekanntlicherweise zwei. Dem ist hier aber nun leider nicht halt so. MW3 hat hier nun auch mal ein Ende und ich gebe hiermit bekannt, dass ich keine weiteren Videos von Modern Warfare 3 auf meinen YouTube-Channel hochladen werde. Zumindest erstmal nicht. Ja, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie es ist hier, ob ich überhaupt los spielen kann. Morgen bzw. übermorgen erscheint mein neues Windows 7, das ich auf meinen Computer installieren muss, um überhaupt dementsprechend los spielen zu können. Des Weiteren, ja, muss ich denn vielleicht sogar mein PC aufrüsten in Form von Arbeitsspeicher. Ich muss mal sehen, wie ich das in die Gänge kriege, ob es mir denn überhaupt finanziell möglich ist, dass ich den halt zum Relais Call of Duty Ghost spielen kann. Ja, das weiß ich noch gar nicht. Ihr müsst einfach mal schauen auf meine HP. Den Link schreibe ich euch nachher mal hier auf, ja, dass ihr denn halt da mal informiert seid, ja, wie es denn halt dementsprechend ausschaut, ob ich denn halt Ghost spielen kann oder noch ein bisschen warten muss, bis ich das Geld für den neuen Arbeitsspeicher zur Verfügung habe. Da muss man halt dementsprechend mal abwarten. Kommen wir einfach mal nochmal hier zurück zu MW3, was mir ja im Nachhinein eigentlich noch ziemlich viel Freude bereitet hatte. Ja, ich hatte ja einen alten Account noch gehabt, ne, von Modern Warfare 3 mit Black Ops 2 drauf, den habe ich ja nun verkauft und habe aber dann in Form eines Gutscheins mir dann Modern Warfare 3 wieder geholt und habe es dann halt auch die letzten Wochen wieder ausgiebig gespielt. Das, wie gesagt, das hat mir auch unwahrscheinlich Spaß gemacht, weil ich bemerkt habe, dass gar nicht so viel Cheater hier auf einmal drauf waren, ja. Also die Cheater, die ich jetzt hier mal so gesehen habe, die kann man ja an einer Hand abzählen. Also das waren wirklich nicht so viele, wie ich eigentlich gedacht habe. Und kann auch gleichzeitig auch mal hier so ein Fazit zu Modern Warfare 3 abgeben. Also ich denke mal, von der Skala von 1 bis 10, wobei 10 sehr, sehr gut ist, bekommt das Ding, das Teil von mir, eine 7 bis 8, ja. Also die 9, 10, sage ich mal, ja, das liegt ganz einfach mal. Einige Lag-Probleme gab es ja hier auch. Host-Migration, ja, da, das war halt auch nicht so schön. Man hat auch teilweise ziemlich lange in einer Lobby mal halt verbracht, weil dementsprechend auch gar nicht mehr so viele Spieler, denke ich mal, hier Modern Warfare 3 spielen, ja. Viele spielen ja auch Black Ops 2. Zu Black Ops 2 sei gesagt, dass ich mir das nicht geholt habe. Ich hätte es mir auch nochmal holen können in Form eines Keys, was halt nicht so teuer ist. Ja, also man bekommt halt diese Keys ja schon für 20, 25 oder noch weniger Geld. Und ich habe es mir dann einfach mal nicht geholt. Ich habe mir gedacht, ich hole mir das Modern Warfare 3 lieber, weil ja Black Ops 2, das ich ja auch gespielt habe, ja nur am Lachen war. Und es war einfach mal unmöglich, das zu spielen. Ich muss auch mal sagen, auch da mal hier ein Fazit abzugeben, beziehungsweise ja, mal eine Zahl von 1 bis 10, wo halt wie gesagt 10 sehr, sehr gut ist, bekommt das Ding von mir eine 4. Ja, eine 4, eine 3, eine 2, eine 1 von mir aus auch. Ja, das war eigentlich mit einer der schlechtesten COD-Teile, die ich überhaupt gespielt habe, ja. Ja, zu Anfang, sag ich mal, hat es ja auch ein bisschen Spaß gemacht, aber irgendwie habe ich den gemerkt, auch wenn es denn halt nur immer so gelackt hat, irgendwie macht das Ding keinen Spaß. Und von der Grafik kannst du schweigen, das war, weiß ich nicht, also so eine 0815 Grafik, ja. Und ja, das hat mir dann halt dementsprechend auch gar nicht mehr so gefallen. So Leute, noch was in eigener Sache. Ich habe ja kein so ein großartiges Projekt gehabt hier. Das war ja einfach nur Abschluss bestätigt, HC und das war's dann, ja. Zu groß sei gesagt, wenn ich diesen Teil ab nächster Woche spielen werde und kann, werde ich einige Projekte starten. Das erste Projekt wird sein, bevor ich mich an den Multiplayer ranwage, beziehungsweise diese Koops-Modis, was da, ja, was da halt geben wird, werde ich die Kampagne spielen. Ich werde euch die Kampagne zeigen. Ich werde euch die Kampagne zeigen in Form verschiedener Parts. Ich werde diese Parts aufteilen zu 20, ja, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten. Das muss ich mal sehen, wie ich das mache. Ja. Ich soll ja auch in einigen Wochen, na,
Laut Telekom, ja. Laut Telekom, Leute. Dazu. Laut Telekom, ja. Soll ich eine bessere Internetverbindung bekommen? Ich habe zurzeit eine Internetverbindung. Das ist eine DSL 6000 RAM. Ja, das heißt, ganz einfach mal, je mehr Nutzer im Internet sind, desto langsamer wird meine Internetverbindung. Ja. Und das ist halt nicht so schön. Ich soll aber, Anführungsstrichen, sage ich mal, eine 16.000er Leitung bekommen. Wenn das so wäre und ich diese dann halt dementsprechend auch in einigen Wochen habe, wäre das natürlich ziemlich gut. Ja, dann könnte ich dann dementsprechend halt die Videos, die ich dann halt hier zu der Kampagne zu Ghost mache, schneller hochladen. Und dann braucht ihr halt dementsprechend nicht so lange auf Videos von mir zu warten. Ah, und wie gesagt, ist das schon mal das erste Projekt, was ich hiermit ja ansagen werde. Kampagne zeige ich euch zuerst. Danach, ja, muss ich sehen. Ich weiß auch gar nicht, was für Hardcore-Modis in Ghost Buy sind. Ja, das, man bekommt da auch keine News von. Man bekommt zwar News, was da halt so bei ist, so, ja, also, was für Softcore-Modis bei sind. Ja, aber man hat bis jetzt noch keine richtige News bekommen, betreff Hardcore-Modis in, ja, Call of Duty Ghost, ja. Also, das ist eine Woche noch hin und man hat immer noch keine Infos dazu. Da muss ich dann dementsprechend sehen, was da halt bei ist. Wenn ich dann halt zum Beispiel sehe, also Abschluss bestätigt ist zum Beispiel bei, dann werde ich natürlich ein Projekt starten, was da heißt Abschluss bestätigt, Hardcore. So ungefähr, Leute. So ungefähr wird es denn heißen. Beziehungsweise es kommen ja auch neue Modis hinzu. Und ja, wie gesagt, Hardcore. Ja, ich spiel immer Hardcore und das werde ich auch in Zukunft machen. Und ganz je nachdem, was für Modis in Hardcore dabei sind, werde ich dann halt Projekte starten. Wie die da heißen mögen, weiß ich bis jetzt noch gar nicht. Das werde ich euch ja wissen lassen. Ihr müsst auch da ab und zu mal auf meiner Homepage schauen. Ja, Link dazu, wie gesagt, in der Beschreibung. Schaut einfach mal auf meine HP. Da gebe ich dann dementsprechend bekannt, was denn halt hier zu Ghost passieren wird. Ja. Ihr könnt euch aber schon auf viele Sachen freuen, denke ich mal. Ja, und ich muss dann dementsprechend auch mal sehen, ob ich diese Daumen hoch, Daumen runter Funktion deaktiviere, ja, weil ich ja dementsprechend auch viele Leute habe, die halt, ja, einfach mal halt einen Daumen nach unten geben, ja, das hat dann dementsprechend auch mit dem Video überhaupt gar nichts zu tun, ich habe da halt viele Leute, die halt, ja, ein bisschen neidisch sind, sage ich mal, aber das muss ich nochmal sehen, wie ich das am besten mache, ja, vielleicht zu Anfang noch nicht, ich muss mal sehen, Leute, egal, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei mir mit meinen MW3-Videos und bedanke mich wirklich recht herzlich, dass ihr halt immer bei mir wart. Ja, und ja, Leute, ich verabschiede mich ganz einfach mal bis nächste Woche, wenn es denn heißt, ja, Ghost ist da und Ghost kann kommen und ich bin dabei. Seid ihr das auch? Ich hoffe. Leute, danke fürs Zuschauen. Euer Mina. Ja, Micha heiße ich in Wirklichkeit. Ciao.